Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein bisschen zum Programm. Wir werden nachher die offizielle Rede des Bürgermeisters hören, dann die Eröffnung des neuen Außenstudios vom Stadtfernsehen Dreieich und Wierig und noch vieles mehr. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich erzähle Ihnen nun hier ein bisschen was über dieses 100 Jahre alte Haus. Erbaut wurde dieses Haus von Ludwig Marx, der Ehrenbürger der Gemeinde Buschlag. Viele Jahre bewohnte er das Haus nicht nur alleine, sondern auch mit der Familie Roth. Da Ludwig Marx kinderlos blieb, schenkte er es der Gemeinde Buschlag. Es solle einem gemeinnützigen Zweck dienen. 1978 verstarb jedoch Frau Roth bei einem Dachstuhlbrand. Damit ging der Besitz in die Gemeinde Buschlag, später der Stadt Dreieich, um. 1979 genehmigte der Magistrat den Umbau in Höhe von 380.000 D-Mark. Am 1. September 1981, also vor 30 Jahren, wurde das Haus feierlich eröffnet. 1982 kam sogar eine Boccia-Bahn dazu, die sogar heute noch jeden Freitag genutzt wird. 1949 gewann das Haus sogar noch eine bessere Zielpunktsteuerung, denn es wurde eine Bushaltestelle eingerichtet. Dann gab es von 1996 bis 1998 nochmals eine Renovierung, wobei eine Garderobe eingeführt worden ist. 2001 zog dann der Jugendclub Wierig ins erste Obergeschoss ein. Und seit 2002 heißt das Haus Waldhorweg Treff der Generation. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war die kleine Geschichte zu diesem über 100 Jahre alten Haus. Ich erzähle Ihnen ein bisschen was über die Gruppen, die das Haus hier benutzen. Der Jugendclub Wierig, also der Bridge Club, dann gibt es eine Bingo-Gruppe, eine Fahrradgruppe und so weiter. Natürlich kann man auch singen, Lesungen hören, Vorträge, Malkurse und vieles mehr. Insgesamt sind hier 13 Gruppen vertreten, die sich regelmäßig treffen. Wie gesagt, kommen Sie heute den ganzen Tag hier vorbei. Es geht bis 18.30 Uhr. Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel oder parken Sie beim Park-and-Ride-Parkplatz am Buschlager Bahnhof. Natürlich können Sie auch, weil heute schönes Wetter ist, mit dem Fahrrad kommen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt gehen wir mal hier ins Erdgeschoss. Ja, hier ist ein kleiner Film vorbereitet. Wir haben hier einige Interviews vorbereitet mit zwei Gruppen, dem Film- und Videoclub und der Fahrradgruppe. Gibt es hier einen irren Sound? Tequila! Hallo, herzlich willkommen. Ja, Sie sind von Film- und Videoclub Dreieich. Ja, genau. Was machen Sie und wie viele sind Sie denn in Ihrer Gruppe? Zweite Frage zuerst. Wir sind also 14 Mitglieder und machen Videofilme, die wir dann im Club besprechen und mit konstruktiver Kritik versehen und versuchen auf diese Weise immer zu einer weiteren Verbesserung unserer Filme zu kommen. Wann passiert das denn hier genau im Haus Waldhorweg? Wir sind jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat hier ab 19.30 Uhr. Okay, also Sie produzieren hier Filme in Dreieich und wo wird es dann auch gesendet? Was wir produzieren, das sind also meistens Reisefilme. Und ja, manche haben wir auch zum Stadtfernsehen schon gegeben. Was wir auch produziert haben, ist der Film, der jetzt hier gerade läuft und der auch seit Anfang August im Stadtfernsehen gelaufen ist. 30 Jahre Waldhorhaus. Und der wurde von Mitgliedern unseres Clubs aufgenommen, die verschiedenen Gruppen, die sich hier treffen. Und so entstand dann dieser Gesamtfilm. Ja, ein anderes Projekt, das wir zurzeit haben, das ist auf Anregung von dem Interton-Trio. Das soll, so der Arbeitstitel, erstmal Heimatfilm, soll also die Lieder der Dreieich, der einzelnen Ortsteile, mit Filmmaterial hinterlegt werden und ergänzt werden durch kleine Filme aus den einzelnen Ortsteilen, sodass ein Film über Dreieich von Dreieich entsteht. Gut, dann bedanke ich mich für das Interview. Vielen Dank. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt müssen wir mal schauen, wo die Fahrradgruppe ist, denn mit denen haben wir auch noch ein Interview vorbereitet. So,
Ja, ich würde mal sagen, wir schalten dann erstmal raus in den Garten zu der tollen Liveband. Damen und Herren, wir stehen jetzt hier vor dem Eingang des Hauses Falterweg. Bei mir steht jetzt der Herr Volker Nieschwitz. Hallo. Sie sind von der Fahrradgruppe Hoppli-Radler. Wie viele sind Sie denn? Wir sind je nachdem, nach Wetter, zwischen 18 und bis zu 40 Teilnehmer. Manchmal sogar etwas über 40, in der Regel 30. Und welche Altersgruppen betrifft es, die da mitfahren? Es sind vorwiegend Senioren, also die Altersgruppe über 60, aber es können auch Junge mitfahren und wir haben vereinzelt auch junge Radler mit dabei. Es kann also jeder praktisch mitmachen. Okay, und wohin fahren Sie denn? Wir fahren jeden Dienstag, wenn das Wetter nicht regnet, und da fahren wir in die nähere Umgebung, etwa so 30 Kilometer im Umkreis. Und am Nachmittag meist dann auch noch einen Kaffee trinken, und so dass wir gegen 18 Uhr wieder hier eintreffen. Um 14 Uhr startet die Sache hier meist im Haus Falterweg. Gut, dann bedanke ich mich für Ihr Interview. Vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war die Fahrradgruppe Hobbyradler. Wir gehen jetzt mal hoch in den ersten Stock. Da muss ich mal meine Moderationskarten umdrehen. Ja, das habe ich auch. Ja. Dort hat der Wirik, der Jugendclub, sein Zuhause im ersten Stock. Der macht da die treffen sich da, machen mit zusammen mit dem Stadtfernsehen Dreieich und den Bürgerhäusern, machen die Projekte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gehe hier gerade noch die Treppe hoch. Ich muss aufpassen, dass mein Kameramann nicht hinfällt und sein Kabelassistenz. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, dann gehe ich gerade mal zu meinem anderen Kameramann, Stefan, der übernimmt für mich. Vielen Dank. So, jetzt gehen wir hier rein. Wir sehen, es ist hier sehr freundlich gestaltet. Couch-Einrichtungen. Hier drüben haben wir eine Küche. Also der Jugendclub kann hier auch kochen. Dann gehen wir mal drüben in den Bereich. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich über das Kabel falle. So, wir haben hier auch noch die Couch, wir können Fernsehen gucken. Wir haben einen großen Leinwand mit Beamer, da können Sie verschiedene Programme gucken. Sie können aber auch DVDs gucken mit einem Abspielgerät. Wie gesagt, hier stehen auch nochmal Couchen, hier werden tolle Filmabende gemacht. So, jetzt gehen wir mal hoch ins Dachgeschoss. Also ich muss jetzt hier wieder die Treppe hoch. Ich gehe jetzt einfach mal die Treppe rückwärts hoch. So, und da steht wieder mein anderer Kameramann, der Philipp. So, jetzt gehen wir mal in die Regie. Hier sitzen unsere zwei Jungs, der Tobias und der Kai, die hier alles machen. Hier sitzt der Tobias, der macht die Regie, kümmert sich um unsere Bilder, schneidet die gleich mit auf unsere Anycast. Und hier hinten sitzt der Kai, der bedient den Ton und auch mein Mikrofon hier, wie Sie sehen. Der sorgt für den Ton, dass wir hier auf dem Bild Ton haben.
Entschuldigen Sie? Ja. Mir ist da wohl ein Bild runtergefallen. Oh, vielen Dank. Das habe ich gar nicht gemerkt. Was sind denn das für Bilder? Das ist die Geschichte des Jugendclubs Schwierig. Habe ich schon mal was gehört, aber beschäftigt damit habe ich mich noch nie. Haben Sie einen Augenblick Zeit? Ja. Dann nehmen Sie doch Platz. Ich erzähle Ihnen gerne die Geschichte. Vielen Dank, sehr gerne. Hier hat vor 50 Jahren alles angefangen. Es sah natürlich alles ganz anders aus als heute. Hier stand früher das Café Berg. Im ersten Stock gab es einen größeren Saal, wo sich die Jugendlichen getroffen haben. Der Grund, sie wollten eine Jugendzeitschrift gründen. Das Café Berg ist inzwischen abgerissen worden und heute steht hier das Café Ärzt. Die Jugendlichen mussten sich also ein anderes Domizil suchen. Und wie ging es dann weiter mit dem Club? Erst einmal ist der Club untergekommen im Feuerwehrhaus der Gemeinde Buchschlag. Und die Zahl der Mitglieder stieg ziemlich schnell an. Wieso stieg die Zahl der Mitglieder an? Das lag vor allem an der Idee, selbst aktiv zu werden und selbst die Freizeit zu gestalten. Hier in der Gegend gab es kaum was. Die ganzen Aktivitäten für Jugendlichen lagen in den größeren Städten, wie in Darmstadt, in Frankfurt oder in Offenbach. Darum war die Idee, selbst Freizeit zu gestalten, so attraktiv für die Jugendlichen. Und was machten die Jugendlichen so? Zuerst haben die Jugendlichen eine Jugendzeitschrift gegründet. Und was machten die Jugendlichen? Zunächst mal viel mit Jazz. Sie haben Jazzkonzerte und Jazzbälle im Rathaussaal organisiert. Und damals entstand auch der Name Schwierig. Was bedeutet Schwierig? Schwierig setzt sich zum einen zusammen aus dem Titel der Jugendzeitschrift WIR, Will for International Relations, und dem Kürzel IC für International Club. Als der Schwierig dann 6 Jahre alt war, musste er schon wieder umziehen. Wieso das? Naja, 1968 brannte hier das Rathaus in Buchschlag ab und aus dem Feuerwehrhaus wurden die Jugendlichen dann auch rausgeschmissen. Und wo ging es dann hin? Naja, gucken Sie mal. Hier, in dieses Gebäude, in die Villa Lina. Heute steht sie noch genauso da. Im Keller gab es 2 Räume für den Club als Ersatz. Aber dem Club hat das fast das Genick gebrochen. Das Genick gebrochen? Das Genick gebrochen, ja genau. Weil in den kalten, schummrigen Kellerräumen gab es fast keine Möglichkeit, irgendwelche Veranstaltungen auszurichten. Die ältesten Mitglieder waren inzwischen auch berufstätig und für einen Neuen war die Situation in keinster Weise attraktiv. Und die Jugendzeitschrift, die zwar inzwischen ziemlich groß geworden war, musste infolgedessen auch eingestellt werden. Aber der Club hat trotzdem deswegen überlebt. Ja, er hat überlebt. Aber es dauerte fast 3 Jahre, bis der Keller hergerichtet war und er auch angenommen wurde. Und in der Zeit hat sich auch die innere Struktur des Clubs ziemlich dramatisch verändert. Und wie veränderte sich die Struktur? Buchschlag war inzwischen in die Stadt Dreieich eingemeindet worden. Und das kulturelle Angebot wurde weitgehend von den Bürgerhäusern abgedeckt. Und da gründeten sich halt verschiedene Arbeitsgemeinschaften. Vor allem eine Video- und Ton-AG arbeitete mit den städtischen Einrichtungen zusammen. Und viele erkannten, dass die Arbeit ohne die Stadt nicht möglich wäre. So entstanden zum Beispiel dann auch Artpoint oder Jatz in der Burg, die schnell über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt wurden. Auch am Seniorenfernsehen Dreieich der Weibelfeldschule hat sich der Schwierig beteiligt. Und das ist auch heute noch so? Natürlich. Jatz in der Burg hat dieses Jahr zum 36. Mal stattgefunden. Und auch die Mitarbeit am SRD läuft weiter. Pünktlich zum Jahrtausendwechsel musste der Club dann allerdings schon wieder umziehen. Klingt doch gut, oder? Erstmal schon, ja. Aber das neue Haus, das Haus der Generation im Falterweg, war halt kein Kellerclub mehr, sondern es war eine Wohnung über 2 Etagen. Und das änderte das Profil des Clubs natürlich nachhaltig. Dann wurde auch noch das ehemalige Rathaus verkauft und der Bürgersaal abgerissen. Und damit waren die Möglichkeiten, eigene Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, natürlich weitgehend dahin. Und dann? Der Club überließ seine Ton- und Videoausstattung dem Schulfernsehen Dreieich und förderte dieses weiter.
Hey, das habe ich bei mir im Fernsehen. Genau. Kein Wunder, seit 2003 sendet das SFD über das lokale Kabelnetz in der Stadt Dreieich. Ich glaube, wir haben alle Bilder durch. Aber die Geschichte geht doch noch weiter, oder? Ja, genau jetzt im September eröffnet das Stadtfernsehen Dreieich in den Räumen des Wierig im Haus Walterweg ein neues Außenstudio. Was hat das für Vorteile für die Schüler? Die Schüler können dort in Ruhe arbeiten, können ihre Beiträge schneiden oder können sie ins Kabelnetz einspeisen. Oh, es ist schon viel zu spät. Vielen Dank, es war sehr informativ. Ich muss noch meine Brötchen abholen. Ich hoffe, Sie bekommen noch welche. Und ja, wenn Sie Lust haben, kommen Sie ins Haus Walterweg. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stehen jetzt hier oben im Besprechungsraum vom Außenstudio Stadtfernsehens Dreieich und Wierig. Hier wird die redaktionelle Arbeit zum Teil in der Gruppe geleistet. Das heißt, hier wird vor jeder Produktion Sachen besprochen, die wichtig sind, auf die man achten muss und was man für den Beitrag einsetzt. Also das heißt Materialkamera, Mikrofon und so weiter und so weiter. Ja, ich gehe wieder in die Regie zum Tobias und zum Kai, denn die leisten heute sehr gute Arbeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die müssen heute die Bilder entscheiden, die machen die Bilder und produzieren die Bilder sogar auch. Da, wie gesagt, sitzt der Tobias und hier drüben, da sitzt der Kai. Der Kai guckt auf den Bildschirm, was er macht. Und da unten kann man dann auch das Mischpult sehen, was er bedient. Bitte fall nicht hin, lieber Kameramann. Ja, und dann gebe ich wieder zurück in den Garten zu Martin. Bitte. Wir gehen gleich in den Garten. Wir sind jetzt auf Thank you.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe es ganz vergessen. Der Bürgermeister ist eingetroffen. Die offizielle Rede kommt aus dem Garten. Ich gebe jetzt ab in den Garten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, bitteschön. So? Ja, okay. Gut? Okay. Die da. Ja. Gibt es irgendwie? Nein, Frau Schigedanz, wir brauchen sie jetzt. Test 1, 2. Sind sie alle da? Können Sie mich verstehen? Ja, das ist jetzt immer noch ein Test. Okay. Gebt ihr uns dann zeigen, oder was? Wir brauchen dann sowieso noch Tische. Ja, das macht es sehr. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie heute Morgen, oder mittlerweile ist es ja jetzt schon Mittag, ganz herzlich hier im Haus Faltorweg begrüßen. Ein schwülwarmer Sonntagvormittag und Sonntagmittag soll einfach auch Ihnen und vielen Interessierten zeigen, was hier im Haus Faltorweg alles passiert. 30 Jahre führt uns zusammen hier an diesem Tag, 30 Jahre Haus Faltorweg. Ich begrüße stellvertretend ganz herzlich Frau Krämer und Herr Fehlau für die Teamerinnen und Teamer hier im Haus und die vielen Aktiven, die hier das Haus mit Leben erfüllen. Ich begrüße aber auch meine Kollegin Frau Walter und Frau Grohe von der städtischen Seniorenberatung, die hier gemeinsam mit den Ehrenamtlichen dafür sorgen, dass jeden Tag was los ist. Aber dazu vielleicht gleich später. Ich freue mich auch, dass der Geschichtsverein Buschlach dabei ist. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Wirik da ist. Ich freue mich, dass der Bürgerverein dabei ist, der Film- und Videoclub dabei ist und da mit einem schönen, wie ich meine, schönen Film die Ausstellung bereichert. Vielen Dank nochmal an das Jazz-Duo Sven Haag und Sascha Teuber. Herzlichen Dank, dass ihr dabei seid.
Und natürlich bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle bereits schon bei den vielen Helferinnen und Helfern, die heute dabei sind, die heute wieder dafür sorgen, dass dieser Tag, wie ich meine, zum Erfolg wird, zur Freude von Ihnen allen gestaltet ist. Herzlichen Dank Ihnen allen hinter der Theke und vor der Theke. Meine Damen und Herren, 30 Jahre Seniorenarbeit im Haus Faltorweg, das heißt 30 Jahre Angebot, insbesondere für ältere Menschen. Den Ehrenamtlichen engagiert im Haus Faltorweg und den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der städtischen Seniorenberatung danke ich dafür, denn ihrem persönlichen Engagement und ihrer kreativen Initiativen ist es zu verdanken, dass aus dem kleinen Angebot vor 30 Jahren, das in dem Raum im Feuerwehrhaus in Buschlach ihren Anfang nahm, heute ein umfangreiches Programm entstanden ist, das die unterschiedlichsten Interessen, insbesondere älterer, aktiver Menschen berücksichtigt. Aber dass es nicht nur für Ältere ein Treffpunkt sein soll, dazu gleich mehr. Ganz klein, meine Damen und Herren, fing es an, damals im September 1981 im Faltorweg im Stadtteil Buschlach. Eine Schenkung von Ludwig Marx, ein ehemaliger Beigeordneter und Ehrenbürger der Gemeinde Buschlach, machte aufgrund seines Nachlasses es möglich, für die Gemeinde dieses Haus in Besitz zu nehmen. Und erst dort begann die Arbeit für dieses Haus und in diesem Haus. Aber ohne die entsprechenden Umbauten, für die der Dreieicher-Magistrat, später dann der Dreieicher-Magistrat, 380.000 Mark bereitstellte, ging es natürlich nicht. Danach stand den Seniorinnen und Senioren ein modernes und nach Gesichtspunkten des Denkmalschutzes restaurierte Gebäude mit, wie ich meine, und ich glaube, Sie haben das alle schon in Augenschein nehmen können, mit schönen Räumlichkeiten zur Verfügung. Und gerade in dieser schönen Umgebung Haus mit einem schön gestalteten Garten gelang es schnell, verschiedene regelmäßige Aktivitäten für Seniorinnen und Senioren zu etablieren. Das vielfältige und abwechslungsreiche Programmangebot lockt immer wieder viele Buschlagerinnen und Buschlager, aber darüber hinaus auch viele Menschen aus den anderen Stadtteilen oder aus der Region hierher. Ehrenamtliche Kräfte sorgen dafür, dass die Atmosphäre und die Angebote stimmen. Und dass diese stimmt, zeigt, dass immerhin rund 4.000 Besucherinnen und Besucher, die ca. 200 Veranstaltungen im Jahr besuchen und gern wiederkommen. Ich glaube, das ist ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass hier eine hervorragende, tolle und engagierte Arbeit geleistet wird. Ob bei Gesprächen, bei einer Tasse Kaffee oder Tee, beim Lesen oder gemeinsamen kreativen Tun, bei Spielen oder körperlicher Betätigung, im Haus oder hier im Garten oder beim Singen, dem Radlertreff und Vorträgen, Konzerten und Lesungen, alle Veranstaltungen werden regelmäßig von vielen Seniorinnen und Senioren des Stadtteils und der Region genutzt. Und wir als Stadt stehen in der Verantwortung und ich denke, wir stehen auch zu unserer Verantwortung, eine derartige Einrichtung zu fördern, auch weiterhin zu fördern. Wir wollen dies auch in Zukunft tun. Aber, meine Damen und Herren, ohne ehrenamtliche Helferinnen und Helfer wäre ein derart umfassendes Programmangebot und eine solche Erfolgsgeschichte wie die des Haus Faltorweges nicht möglich gewesen. Gerade auf diese Zusammenarbeit zwischen den hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommt es insbesondere an. Und dass es funktioniert, sehen wir tagtäglich. Die zum Teil, meine Damen und Herren, die zum Teil über 40 Jahre in Dreieich und seinen Stadtteilen bestehenden Seniorenclubs, Hobbykreise, Stadtteils-AGs, Selbsthilfegruppen und Begegnungsstätten schaffen Möglichkeiten der Beteiligung und der Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern, sind wichtige und soziale Einrichtungen und dienen der Prävention und der Verhinderung von Einsamkeit und Isolation, gerade unserer älteren Menschen in Dreieich. Und sie wollen dazu beitragen, dass die Lebensqualität der Menschen auch steigt. Man kann im Faltorweg, im Haus Faltorweg kreativ gestalten, singen, lernen, lachen und zuhören, über seine Ahnen forschen und sich engagieren, lesen, Lesungen,
von Autoren und Schauspielern, hören Vorträge von Ärzten und vieles mehr werden angeboten. Seit 2002 nennen sich die Seniorenbegegnungsstätte Haus Falterweg nicht mehr nur Seniorenbegegnungsstätte, sondern es ist das Haus der Generationen, der Treff der Generationen. Und seither entwickelte sich das Haus Falterweg mehr und mehr zu einer Drehscheibe für aktive und bürgerschaftliches Engagierte. Es gibt generationenübergreifende Projekte, zum Beispiel in diesem Jahr mit der Ricarda Hochschule. Der Stammtisch der ehrenamtlich Tätigen trifft sich hier. Ein Kulturdienstag hat sich herausgebildet und vieles, vieles mehr. Und wir freuen uns natürlich auch, dass Wirik hier im Hause ist und das schon seit vielen, vielen Jahren. Viele Gruppen seit nunmehr 20 Jahren, wie gesagt, der Jugendclub Wirik des Bürgervereins Buschlachs, haben ein neues Domizil im Buschlacher Haus Falterweg gefunden. Das sollte entsprechend richtungsweisend für eine weitere Öffnung für andere Gruppen sein. Denn im Haus Falterweg ist trotz aller Angebote und vielen Interessen noch weiterer Platz für Interessierte und Engagierte. Also nicht nur, ich hoffe, dass Sie sind alle die Interessierten, Sie kennen das Haus Falterweg, aber tragen Sie es weiter, dass noch viel mehr Menschen hierher kommen und sehen und wirklich auch erkennen können, was hier angeboten wird, hier in dem Stadtteil in Buschlach. Aber wie gesagt, dieser Treff ist offen für alle Menschen, unabhängig davon, wo sie wohnen und wo sie leben. Wichtig ist es, die schöne Stimmung zu erhalten und Ihnen, den Besucherinnen und Besuchern, Freude zu bereiten. Dafür will das Team der Ehrenamtlichen und die Seniorenberatung weiterhin beitragen, weiterhin sorgen. Meine Damen und Herren, allen Beteiligten an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für Ihren Einsatz, der die freundliche und muntere Atmosphäre, die dieses Haus Falterweg ausstrahlt, entscheidend prägt. In diesem Sinne möchte ich gerade stellvertretend jetzt hier nochmal Ihnen, Frau Krämer und Herrn Fehlau, stellvertretend für die vielen Engagierten und Aktiven ganz herzlich Dankeschön sagen. Es ist Ihnen gelungen, das Haus Falterweg, Ihnen, aber auch Ihren Vorgängern, all denen, die vorher da waren, dieses Haus Falterweg mit Leben zu erfüllen. Und das, meine Damen und Herren, macht ein solches Haus überhaupt erst aus. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen, das ist wunderbar, das ist schön, das gehört dazu. Aber was ist ein schönes Haus, was ist ein schöner Garten, wenn es keine Menschen gibt, die sich hier drin wohlfühlen, die sich hier engagieren, die hier ihre Freizeit mitgestalten. Und dafür ganz herzlichen Dank. Ein kleiner Blumengruß heute an diesem Tag, Frau Krämer. Er ist nicht sehr groß, der Blumengruß, aber er kommt von Herzen, Frau Krämer. Das kann ich sagen. Auf jeden Fall richtig. Und wir haben natürlich auch für alle anderen Engagierten und Ehrenamtlichen ebenfalls einen Blumenstrauß, den werden wir nachher dann verteilen. Frau Krämer, herzlichen Dank. Alles Gute weiterhin. Danke. Und wir freuen uns auf weiter gute Zusammenarbeit. Herr Fehler, auch Ihnen stellvertretend im Moment für alle anderen. Vielen Dank. Gut. Vielen Dank. Damit noch einmal herzlichen Glückwunsch zum 30. Geburtstag Haus Falterweg. Dankeschön. Ja, lassen Sie mich ganz kurz noch ergänzen. Sie haben heute gesehen, da stehen die Hauptamtler, die Verwaltung, die Stadt mit in der Reihe mit den Ehrenamtlichen näher rangehen. Und Sie werden das in Zukunft sehen, wie das sich beim Fest schon gezeigt hat. Die Aktiven haben eingeladen, die Aktiven haben die Arbeit gemacht, sich das hier, was Sie heute sehen, ausgedacht und seit Monaten mit ganz viel Elan hier das zustande gebracht, was Sie heute an diesem einen Tag sehen. Das heißt, bildlich gesprochen, es ist schon so gekommen, dass die Hauptamter zurücktreten, die Aktiven, die hier was losmachen wollen, in die erste Reihe treten und das hier arrangieren, was Sie heute erleben und sehen. Einfach nochmal heute zu erwähnen, 30 Jahre aus Falterweg und der Charakter hat sich ein ganzes Stück geändert, dass Sie selber zum einen die Gäste sind, aber auch mancher von ihnen aktiv geworden ist und aktiv wird, seine Fähigkeiten hier einbringt und seine Talente. Und
Nochmal ein Wort zu Frau Krämer. Man sieht sie nicht auf dem Plakat. Im Bild ist sie kurz auch zu sehen. Aber einfach nochmal ihre Position. Sie ist das Rückgrat, das Herz des Hauses, weil über den Kalender die Sorge um die Referenten, dem Team, mit dem Team was losmachen und sehr aktiv auch tatkräftig dabei sein, ist es auch ein ganzes Stück ihr Werk, dass sie das heute so erleben und sehen können, wie sie sehen. Ja, jetzt will ich Sie von dem Weiteren, was noch wartet. Programme liegen aus, Sie können sich nochmal erkundigen. Die Führung wird das nächste sein durch die Ausstellung. Nicht aufhalten, möchte aber noch sagen, der Blumengruß ist herzlich und ist ein Symbol für heute. Und was wir uns gedacht haben, was sehr schön ist, dass die Helfer auch nochmal in Ruhe und genüsslich zusammensitzen können, die jetzt aktiv sind und rumlaufen und ihre Aufgaben erfüllen, dass das Fest schön ist, dass sie eingeladen werden, auch nochmal als Dankeschön zum Essen und dass dann auch noch das Geschenk ist, das übergeben wird. Dankeschön an alle, die es gemacht haben. Ich möchte einfach Danke sagen. Danke den Gästen, die immer kommen. Danke den Helferinnen, die uns immer unwahrscheinlich gut unterstützen. Herr Fehlau, muss ich nicht verschweigen, hat ganz viel Pressearbeit geleistet. Ohne ihn hätten wir das, glaube ich, gar nicht machen können. Da hätten wir uns auf die Stadt zurückgreifen müssen. Aber er hat das wunderbar gemacht. Ja. Danke den Referenten, die immer so treu und brav zu uns kommen und wunderschöne Nachmittage für die Senioren und für die Gäste bereiten. Und danke auch an die Stadt für die Unterstützung. Ich weiß nichts mehr zu sagen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. 13 Uhr geht es weiter mit der Führung. Herr Nüger übernimmt das dann. Der steht da hinten und macht das bestimmt ganz toll und lustig in seiner liebenswerten Art, wie er das immer macht, wie wir ihn kennen, von hier und von der Bühne überall. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank an den Bürgermeister Dieter Zimmer und den ehrenamtlichen Mitarbeitern. Ja, das war hier unsere Sendung hier aus Buchschlag. Vielen Dank fürs Einschalten. Der ganze Beitrag wird dann in den nächsten Wochen gezeigt. Schauen Sie ab der Tafelseite 300 im Teletext unseres Stadtfernsehens Dreieich nach, wann es gesendet wird. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.